Herzlich willkommen zurück bei Resident Evil 7. Wir sind hier im Waschraum und haben letztes Mal, ich höre was, alles durchsucht. Uns fehlt irgendwas noch, um aus der Tür rauszukommen. Das heißt, wir müssen uns wirklich nochmal umschauen. Mal kurz schauen, was haben wir hier? Videokassette. Halt, Pistole. Sollten wir vielleicht mal nachladen. Man weiß, ob wir die noch brauchen. Munition hätte ich aber gerne noch welche. Wir haben auch ein Messer, stimmt. Ja, ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal noch ein bisschen um. Irgendwas haben wir auf jeden Fall vergessen. Ja. Ich habe immer noch das Bedenken, dass hier irgendwann irgendjemand kommt. Ich gehe hier nochmal rein. So, da waren wir schon überall. Aber wie gesagt, wir haben irgendwas vergessen. Ich weiß immer noch nicht, wie man diese Pistole da bekommt. Zum Beispiel. Omi sitzt immer noch auf ihrem Stuhl. Ich habe irgendwie die Befürchtung, die wird uns irgendwann angreifen. Oder? Da ist der Schädel. Da unten ist auch noch so ein Wohnwagen, oder wie man sagt. Müssen wir bestimmt auch noch hin. Die Flinte müssen wir bekommen, okay. Hier müssen wir irgendwie drankommen, aber ich weiß nicht wie. Oh. Okay. Objekt verwenden. Kann nicht aufgebrochen werden. Okay, da fehlt uns da wirklich noch was dazu. Die Frage ist nur was. Waren wir hier schon? Ja, in diesem Bad waren. Was ist das? Ah, schaut mal. Eine Holzhaube. Okay. Ach du Scheiße. Oh Gott, der lebt ja noch. Kann ich irgendwas tun? Meine Kleider hat uns eine Gabe gegeben. Wie du siehst. Halt's Maul, stirb einfach. Wodurch? Rede nicht. Stirb einfach. Meint ihr, er steht gleich wieder auf? Nachladen. Egal, ich gehe einfach weg. Also, die haben irgendeine Gabe. Was auch immer. Oh Gott, ich will weg hier. Meint ihr, die Oma greift uns jetzt an? Die Oma ist weg. Ich wusste es. Irgendwas stimmt mit der nicht. So, mal schauen, ob wir das Ding für hier brauchen. Was war das? Das hier, glaube ich, ne? Boah, Leute. Das Spiel macht mich schon ein bisschen fertig, muss ich so sagen, ne? Ist immer noch was anderes. Ja, das passt, schaut mal. Ist immer noch was anderes, wenn man es selber spielt. Oh nein, jetzt müssen wir wieder irgendwo rein. Wer baut diesen Mist? Ich würde gerne vorher nochmal speichern. Oder?
Lass mich kurz überlegen. Ja, ich glaube, wir gehen nochmal speichern. Los, runter mit uns. Mann, das Schlimme ist, finde ich, dass die Türen immer zugehen. Und dann denkt man immer, da kommt jemand. Wie findet ihr eigentlich bis jetzt das Spiel? Das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare unten reinschreiben, ob euch das Spiel gefällt. Was heißt gefällt, ja. Oder ob es für euch furchterregend ist. Hey, was ist das für eine Puppe? Das. Wartet, ich speichere erstmal. Hallo? Wir machen neu. Ich mache immer neu, weil ich es nicht überschreiben möchte, wenn ich doch nochmal zurück müsste oder so. Warte mal, wie konnten wir das messen? Können wir das denn nicht? Aber das bringt uns gar nichts. Er ist hier und dort. Nö. Haben wir nachgeladen? Ja, ich hätte gerne noch mal Munition, sage ich euch ganz ehrlich. Da würde ich mich schon viel. Ach du Scheiße, er lebt doch noch. Oh nein, weg hier. Renn, 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 renn. Können wir nicht einfach abhauen von ihm? Komm. Mann, warum stirbt er nicht einfach? Kann er nicht einfach tot bleiben? Meint ihr, der ist hier? Was macht ein Rentier hier? Rentier. Reh. Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Ich habe Angst, dass der hier kommt. Warum lässt er uns nicht einfach in Ruhe? Was war das? Ich muss kurz durchatmen. Was haben wir hier? Okay, okay. Alles mitnehmen. Das haben wir jetzt auch gelernt. Wieder die Waffe. Toilette, hier ist aber sonst nichts. Halt, was ist hier? Munition. Wir kriegen gerade sehr, sehr viel Munition. Ich habe das Gefühl, das wird gleich was passieren. Ich weiß auch nicht, wo wir jetzt hier lang sollen. Meint ihr, wir können hier rein? Wir haben kein Objekt dafür. Schwierig. Okay, da kann man Objekte einfacher aufspüren. Ich verstehe. So, da haben wir wieder ein Fläschchen. Können wir das nicht eigentlich... Nein, ich will es nicht nehmen. Ob wir das nicht hier hin machen können, war meine Frage. Ah, ja, das haben wir ja schon gemacht. Hey, du, da ist wieder so ein Kopf, so ein Mackelkopf. Ich weiß auch noch nicht, was das heißt. Nimm mal wieder die Pistole, bitte. Meint ihr, der kommt jetzt hier? Oh, ich traue dem Ganzen nicht. Mann. Wir haben nichts, um hier aufzumachen. Warum nicht? Was haben wir hier?
Mann und Ehefrau im Urlaub. Der Mann war ein Erfolg. Er ist der 12. Leider war die Frau nichts, also werden wir sie beseitigen. Was auch immer, ja. Was, wer ist gewandelt? Obdachloser Mann, in 3 Tagen gewandelt. Okay, er ist der 13. Was auch immer. Was haben wir hier? Können wir das wenigstens aufmachen, bitte? Ja, für was habe ich das jetzt aufgemacht? Mann, ich will hier nicht weiter. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh, geh weg. Jetzt weiß ich, warum wir so viel Munition bekommen haben. Steht doch einfach. Was auch immer du bist. Ist es tot? Lad mal nach. Ey, das war unsere letzte. Wartet mal, was haben wir hier? Das könnten all die Opfer sein. Okay, ich glaube, jetzt geht's hier erst richtig los. Wie viel Munition haben wir? Nur noch 19 dann. Wir müssen immer noch die Hundeköpfe bekommen und die Flinte. Ich will nicht. Also da können wir auf jeden Fall nicht rein. Ich glaube, da wird noch was kommen. Okay, Leute, Keller oder oben? Ich hasse Keller. Oh, wir werden in den Keller müssen. Puh. Okay. Hier können wir wieder speichern. Irgendwas stimmt mit mir nicht. Muss an den Mist liegen, den sie mir reinwirken. Wenn ich schon draufgehen muss, will ich zumindest im Kampf untergehen. Ich werde mir die Flinte schnappen, die ich im Freizeitraum gesehen habe. Die werden noch bereuen, was sie mir angetan haben. Du musst hier rauskommen. Ich liebe dich, Courtney. In Liebe, Travis. Die Arschlöcher suchen nach mir, aber vielleicht gibt es dir eine Gelegenheit zur Flucht, um rauszukommen. Musst du die finden, die Hundeköpfe aussehen. Ich habe einen der Köpfe im Zerlegungsraum im Keller gesehen. Oh nein, das heißt, wir müssen wirklich im Keller. Ich speichere erstmal, wie immer. Ich bin, glaube ich, der größte Schisser hier gerade, aber ich habe keinen Bock, wieder alles von vorne zu machen. Oh. Deswegen speichern wir. Was haben wir hier? Wir haben echt keinen Schlüssel, wir haben kein Werkzeug, gar nichts. Irgendwas haben wir vergessen, auf jeden Fall. Oh, wir kriegen noch mehr Munition. Ich glaube, im Keller geht es jetzt richtig ab. Nachgeladen haben wir. Dann gehen wir halt in den Keller, wo ich gar nicht hin will. Oh Gott. Dicke Fette verschlossen. Tür. Ich trau mich nicht. Hallo? Was ist das? Hier läuft irgendwo was, ich höre es. Ach du Scheiße. Nein. Nein. Nein, nein. Geh weg. Ah, ich will nicht mit dem Kopf nach hinten gehen. Oh. Auf einmal kommt er um die Ecke. Aber ich habe es gehört.
Meinte, ich soll Medizin nehmen. Wie haben wir denn? 4. Ich höre schon wieder was. Okay, wir gehen erstmal die Tür rein. Ach du Kacke. Jetzt ab mit dem Kopf. Boah. Alter, komm hier halt nicht so nah. Okay. Lukas, ich habe den Kerl geschnappt, der immer zu fliehen versucht. Ich habe ihn in den Verbrennungsofen ganz links gesperrt, damit er nicht wieder abhaut. Hol ihn raus, wenn er fertig ist. Du weißt doch, wie man die Tür öffnet, oder? Denk dran, 3A und ein Handabdruck. Mach mit dem Mädchen, was du willst. 3A und ein Handabdruck. Was war das? Starke Flüssigkeit. Können wir das nicht nehmen? Die Säge oder so? Ach, das sind die Ofen. Okay, was ist mit dir erstmal? Machst du irgendwas? Was habe ich jetzt? Was stand da ganz links? 3A und ein Handabdruck. Ganz links gesperrt. Was ist, wenn ich den nicht rausholen will? Verschlossen. Ach du Scheiße. Ah, hier. Bestimmt kommen da gleich alle raus. Oder hinter mir, der steht auf. Ich traue den Ganzen hier nicht. Kuckuck. Ich habe schon wieder was gehört, Leute. Ach du Scheiße, er kommt durch die Wand. Nein, was mache ich? Ach, das sind ja zwei. Einmal. Halt still. Oh, verdammt. Nein. Stirb doch. Er beißt uns. Nein, ich sterbe. Bitte nicht. Kann ich nicht aufstehen? Oh Gott. Ich habe die Munition so vergeudet, weil ich einfach Schiss hatte, dass er mich auffrisst. Ja, dein Blocken hilft mir jetzt auch nichts. Ich brauche Munition. Leute, wir haben keine Munition mehr. Auch Munition. Okay, warte kurz. Ich glaube, ich nehme ein Fläschchen, weil... Oh nein. Wenn ich den jetzt verkacke, wir haben echt keine Munition mehr. Ah. Okay, renn. Was soll ich denn jetzt machen? Okay, ganz ruhig. Er stirbt nicht. Nein, wir haben keine Kugel mehr. Mir bleibt nichts anderes, als ihn zu messern. Scheiße.
Dann müssen wir mit unserem Messer wohl weitermachen. Oh. Stirb. Bitte stirb einfach. Nein, noch einer. Wie soll ich das denn schaffen? Oh, okay, wir sind gefangen. Ich hau einfach ab. Geht das? Warte, was haben wir hier? Nein. Lass mich. Okay, scheiße. Wir werden sterben. Nur weil ich keine Munition habe. Ich habe ihn getötet. Er hat keine Hände. Okay. Komm. Nein, ich habe ihn nicht getötet. Er lebt immer noch. Haben wir Munition? Ich weiß nicht, was das war. Okay, ich muss weg hier. Verdammt. Komm, nimm eins. Was war das? Also einen haben wir auf jeden Fall getötet, glaube ich. Oder der ist wieder aufgestanden. Ich weiß es nicht so genau. Komm her. Komm schon. Oh nein. Komm schon. Lass uns abhauen. Ist gar nicht so einfach, nur mit dem Messer gegen die zu kämpfen. Steht der wieder auf? Ja, ich glaube schon. Er hat noch Hände. Warum sterbt ihr einfach nicht? Was soll ich denn machen? Ich habe keine Munition, du Wichser. Ups, Entschuldigung. Für die Aussage. Oh, oh, okay, weg hier. Mann. Komm her. Da müssen wir sie halt einzeln bekämpfen. Oh, stirb. Wir haben es geschafft. Einen zumindest. Hä? Wo ist er hin? Er ist wieder weg. Okay, halt, stopp. Können wir das jetzt irgendwie... Komm, du noch. Ich möchte dich auch noch töten. Arschloch. Komm. Leute, schaut mal, was für eine Kraft dieses Stück Scheiße hier hat. Ich glaube, wir sind gleich tot. Nein, nein, nein. Arschloch. Oh, oh. Verdammt, nein. Weg, weg, weg. Egal wohin. Weg, weg, weg. Der soll mitkommen. Ah, warum habe ich denn so viel Munition verprasselt, ey? Dann wäre der schon längst tot. Mann, stirb. Ist er tot? Huh. Okay. Kommen da noch mehr jetzt? Keine Ahnung. Konnten die nicht rein, oder? Natürlich nicht. Warum bin ich überhaupt hier reingelaufen? Hm? Okay, mal schauen, wo wir lang können noch. Okay. Erste Hilfe.
Wir haben eine Karte bekommen. Alter, ist das groß hier. Brauch Munition. Skorpionschlüssel haben wir. Foto. Was war das? Ups, falsche Taste. Skorpionschlüssel. Ich brauche Munition. Ist das die Frage, gehen wir da lang oder... Ach du Scheiße. Erschreck mich halt, du Stück Scheiße. Mann. Ja, komm her. Jetzt töte ich dich halt auch noch. Oh nein, er tötet mich. Immer ins Gesicht. So. Echt jetzt? Nö. Oh, da war schon wieder irgendjemand. Ich will nicht in die Leichenhalle, nein. Lasst uns erstmal hier schauen, ich brauche Munition. Was war das? Dietrich. Ah, okay, perfekt. Was war das? Okay, Psycho. Ja. Okay, da können wir schon mal nicht aufmachen. Was ist denn das? Schlange. Dann müssen wir doch durch die Leichenhalle. Ich habe immer noch keine Munition. Ah ja, der nächste. Immer ins Gesicht, immer ins Gesicht, komm her. Oh oh. Komm schon. Ach komm. Meine Verteidigung ist überhaupt nicht gut. Danke. Okay, wir brauchen Medikamente, wir brauchen alles. Kann ich nicht Schießpulver mit irgendwas? Was habe ich getan? Halt, was habe ich getan? Lass mich kurz. Ach so. Haben wir hier schon? Natürlich. Mann. Die Werkstatt müssen wir noch. Okay, ist verschlossen. Irgendeinen Schlüssel hatten wir doch. Skorpionschlüssel. Das heißt, wir müssen links. Genau. Puh, ich bin so aufgeregt, Leute. Möchte gar nicht hier sein. Bitte kommt keiner mehr. Was? Echt jetzt?
Skorpion, ach, da ist der Skorpion. Das heißt, wir müssen halt. Wir sind ganz unten, wir müssen ins Erdgeschoss, genau. Und haben immer noch keine Munition. Was mir gar nicht gefällt. Überhaupt nicht. Mussten wir hier wieder hoch. Ja, dann können wir speichern. Geh da rein. Bitte ganz schnell. Was? Ich dachte schon, wir können nicht speichern. Normalerweise, wenn Gefahr ist, kann man nicht speichern. Puh, jetzt kann ich erst einmal durchatmen. Ja. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann auch bei der nächsten Folge. Und wie gesagt, schreibt es in die Kommentare, wie ihr das Spiel findet. Also, bis zum nächsten Mal und tschüss.